Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Ja, grüß Gott, diesmal nicht aus dem OE24-TV-Studio, sondern wir sind zu Gast bei Sebastian Kurz. Schönen guten Abend, Herr Kurz. Schönen guten Abend. Herr Kurz, Sie sind seit 14 Tagen, muss man sagen, in aller Munde, in allen Schlagzeilen, insbesondere aufgrund dieser zwei Kinofilme, die da jetzt über Sie gedreht wurden. Einer ist schon in den Kinos, der zweite kommt nächste Woche. Den ersten haben jetzt etwas mehr als 4000 Leute gesehen am ersten Wochenende. Entspricht das Ihren Erwartungen? Ich hatte keine Erwartungen. Ich bin auch weder ein Kinogeher noch ein Kinoexperte. Ich bin mehrfach angefragt worden von einer Filmfirma, ob ich für ein Interview zur Verfügung stehe. Und nachdem mir zugesichert worden ist, dass es ein objektiver Film sein soll, wo beide Seiten zu Wort kommen, Unterstützer sowie Gegner, habe ich mich entschieden, für Interviews zur Verfügung zu stehen. Und ja, jetzt ist ein Film rausgekommen, wo, glaube ich, beide Seiten sich wiederfinden. Die Unterstützer sagen was Positives, die Gegner sagen was Negatives, also insofern ist die Welt, glaube ich, in Ordnung. Jetzt gab es ja viele Theorien, wie dieser Film entstanden ist, wer ihn finanziert hat, wer dahinter steckt. Wie kam es denn zu diesem Film, beziehungsweise wie ist man an Sie herangetreten? Oder ist es doch so, dass die Idee aus Ihrem Umfeld kam, wie auch gemunkelt wurde? Ja, ich finde es spannend, wie schnell sich Gerüchte verbreiten, ganz gleich, ob sie wahr sind oder nicht. Also ich glaube, die Geschichte ist sehr einfach erzählt. Es gibt zwei Filmemacher, die sich entschieden haben, einen Film zu machen. Einer davon mit dem Anspruch, dass ein möglichst objektiver Blick stattfindet, also mit Unterstützern genauso wie mit politischen Widersachern. Der Film ist privat finanziert worden von einer deutschen Filmfirma, deren Geschäftsmodell das ist, Filme zu machen. Dann gibt es noch einen zweiten Film, der vom ORF und der Stadt Wien und dem Filminstitut finanziert wurde. Und der ist, glaube ich, erwartungsgemäß ein eher negativer Film. Da haben Sie jetzt mit einem Augenzwinkern gesagt, den haben Sie finanziert, nämlich mit Ihren GIS-Gebühren. Ja klar, ich zahle GIS-Gebühren, ich zahle Steuern, genauso wie die meisten anderen Österreicherinnen und Österreicher auch. Und insofern haben wir alle als GIS-Gebührenzahler und als Steuerzahler diesen Anti-ÖVP-Film mitfinanziert. Werden Sie sich den eigentlich anschauen, den anderen Film, also den Langbein-Film? Ich war in den letzten 10 Jahren nicht im Kino, insofern eher nicht. Okay. Jetzt hat dieser Film natürlich, muss man sagen, auch einige Spekulationen ausgelöst über ein politisches Comeback von Ihnen. Sie haben das zwar zuletzt ausgeschlossen, aber gibt es einige, die rein interpretieren, naja, ganz so hundertprozentig hätte das dann doch nicht ausgeschlossen. Das frage ich Sie einfach ganz direkt. Wird es ein politisches Comeback geben? Ja, ich kann es noch einmal ausschließen. Ich habe es auch bisher immer sehr klar ausgeschlossen. Ich durfte 10 Jahre in der Spitzenpolitik tätig sein, durfte 10 Jahre in der Bundesregierung für Österreich arbeiten. Ich habe das immer sehr gern gemacht. Ich habe das als sehr erfüllend empfunden, habe auch mit meinem Team versucht, mein Bestes zu geben, aber fühle mich jetzt auch in der neuen Aufgabe sehr wohl und genieße es, um ehrlich zu sein, auch einmal was anderes zu machen. Und insofern, ich hatte meine Zeit in der Politik, hoffe, meinen Beitrag geleistet zu haben und strebe keine politische Funktion mehr an. Warum glaubt Ihnen das niemand? Ja, weil alle ja weiter spekulieren, dass Sie zurückkehren. Ich kenne genug Leute, die mir das glauben, und ich glaube, je näher Menschen mir stehen, desto besser kennen sie mich und desto mehr glauben sie es mir. Und wenn es andere gibt, die das nicht glauben wollen, ist für mich auch legitim. Also für mich macht es keinen Unterschied. Aber heißt das nur, jetzt schließen Sie es aus und in ein paar Jahren kann die Welt ganz anders ausschauen? Nein, ich habe 2 Nationalratswahlen gewinnen dürfen mit meinem Team. Wir durften 10 Jahre in der Bundesregierung arbeiten. Ich habe einfach das Gefühl, wir haben unseren Beitrag geleistet und wir haben auch alles erlebt, was man in der Politik erleben darf. Höhen und Tiefen gleichermaßen. Was mich persönlich betrifft, ich werde immer ein politischer Mensch bleiben. Ich werde eine Meinung haben. Ich werde die auch da und dort kundtun. Ich werde sicherlich auch in Zukunft, wenn ich unterstützenswerte Personen oder Anliegen sehe, diese Anliegen unterstützen, die mir wichtig sind. Aber ich sehe mich eigentlich sehr, auch in Zukunft, sehr zufrieden in dem, was ich mir jetzt gerade aufbaue, als Unternehmer, als Staatsbürger,
mit Meinung, aber nicht in einem politischen Amt. Sie sagen selber, Sie sind ein politischer Mensch. Viele sagen, Sie sind so ein sogenanntes Political Animal, also einer, der wirklich die Politik lebt. Wie sehr fehlt Ihnen das eigentlich, dieses Politikmachen, nämlich nicht nur verfolgen? Interessanterweise gar nicht. Ja, also ich interessiere mich nach wie vor dafür, wie sich die Welt entwickelt. Ich beschäftige mich wahrscheinlich sogar noch mehr damit als in meiner Zeit als Politiker. Ich beschäftige mich dafür so gut wie gar nicht mehr mit innenpolitischen Themen. So grundsatzpolitische Fragen, die emotionalisieren mich schon noch. Also wenn ich erlebe, dass es einfach diesen Trend der Wokeness gibt, wo uns immer stärker vorgeschrieben werden soll, was wir sagen dürfen, wie wir was formulieren dürfen, was wir denken dürfen. Also das sind Dinge, die emotionalisieren mich nach wie vor, aber das heißt ja nicht, dass man deshalb Politiker sein will. Und ich habe in den letzten 1,5 Jahren sehr viel Zeit investiert in meine neuen unternehmerischen Tätigkeiten. Das sind alles noch sehr junge, frische Tätigkeiten, aber das sind kleine Pflänzchen, die ich sehr schätze und wo ich mich freue, wenn sie sich gut weiterentwickeln, und dem gilt meine Aufmerksamkeit und auch mein hundertprozentiger Fokus. Ihre politische Heimat ist und bleibt die ÖVP, oder ja, gibt es vielleicht doch irgendwann mal eine Liste Kurz? Die Liste Kurz gibt es ja schon, aber ich habe weder vor, eine neue Partei zu gründen, noch will ich zurück in ein politisches Amt. Also da bin ich in meiner Ansicht sehr klar, und das wird sich auch nicht ändern. Ich habe mich 15 Jahre lang für die Volkspartei engagiert, und natürlich ist das nach wie vor meine politische Heimat. Sie haben jetzt schon Ihr neues Leben als Unternehmer angesprochen. Man sieht auf Instagram, Social Media immer wieder Bilder aus dem Nahen Osten, New York. Sie reisen da, sage ich mal, quer durch die Welt, Israel. Wie viel sind Sie jetzt wirklich unterwegs? Ich kann mich erinnern, wir haben mal vor ein paar Monaten ein Interview geführt, haben gesagt, Sie versuchen das so ungefähr 50-50 aufzuteilen, die Zeit hier, die Zeit unterwegs. Ja, ist es mittlerweile mehr geworden? Das geht sich nicht ganz aus. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich fast 3/4 der Zeit im Ausland. Mhm. Also wir reisen sehr viel, auch meine Freundin und unser Sohn. Die meiste Zeit bin ich mittlerweile in Middle East, weil ein Unternehmen, das ich gegründet habe, ist in Tel Aviv. Ich bin sehr viel aber auch in Abu Dhabi und in Dubai. Der Rest verteilt sich auf Europa und die USA. Mhm. Also ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Flugzeug, was aber in Ordnung ist. Bin eigentlich ganz gern unterwegs und finde es auch spannend, viele unterschiedliche Länder, Systeme, Kulturen auch ein bisschen intensiver kennenlernen zu dürfen. Was ist denn jetzt Ihr Hauptbetätigungsfeld eigentlich? Also Sie haben eine Firma im Cybersecurity-Bereich, genau, in Israel. Ja. Wo liegt Ihr Fokus momentan? Eher also darauf, in der Beratungstätigkeit? Ich hab mehrere Unternehmen gegründet, und insofern ist schwer zu sagen, worauf liegt der Fokus, weil es gibt nicht den einen Fokus. Ich würde sagen, ich habe zwei große Schwerpunkte. Das eine ist eine Cybersicherheitsfirma in Tel Aviv, die ich mit zwei Partnern gründen durfte, die noch sehr jung ist. Wir haben vor knapp einem Jahr gegründet, aber das Unternehmen entwickelt sich Gott sei Dank ganz gut. Und darüber hinaus ein Beratungsunternehmen, auch mit einem Schwerpunkt eigentlich auf die Region Middle East. Das sind so meine Hauptbetätigungsfelder im Moment. Jetzt sagt man zwar eigentlich, über Geld spricht man nicht, aber ich muss die indiskrete Frage stellen, verdienen Sie jetzt mehr als Politiker oder weniger? Sie haben gerade gesagt, über Geld spricht man nicht. Nein, also die Unternehmen stehen alle am Anfang, aber haben sich ganz gut entwickelt, und ich kann mich nicht beschweren. Würde noch gerne ein bisschen auch in den Herbst schauen. Da stehen Sie ja vor Gericht, da geht es um den Vorwurf der Falschaussage im Untersuchungsausschuss. Sie haben immer beteuert, dass Sie mit einem Freispruch rechnen. Sollten Sie doch verurteilt werden, würde Ihnen das ein bisschen Ihren Glauben an das österreichische Justizsystem rauben? Also ich will ehrlicherweise nicht mutmaßen. Ich war vor 3 Jahren im Untersuchungsausschuss. Ich habe dort nach bestem Wissen und Gewissen ausgesagt. Ich kann noch immer nicht nachvollziehen, was ich dort Falsches gesagt haben soll. Und insofern gehe ich davon aus, dass das auch, und hoffe, dass das auch vor Gericht entsprechend gewürdigt wird. Und viel mehr habe ich da eigentlich nicht hinzuzufügen.
ich lasse das auf mich zukommen. Und zum Abschluss will ich noch gerne ein bisschen in die Politik gehen, jetzt abseits von den Spekulationen um Ihr Comeback. In allen Umfragen liegt die FPÖ und Herbert Kickl derzeit auf Platz 1. Sie haben selber mit Herbert Kickl in einer Regierung zusammengearbeitet, damals war er Innenminister, Sie kennen ihn in der Zusammenarbeit. Was würde denn ein Kanzler Herbert Kickl für dieses Land Ihrer Meinung nach bedeuten? Also da bitte ich um Verständnis, Herr Fellner, dass ich habe mich innenpolitisch die letzten 1,5 Jahre nicht zu Wort gemeldet und möchte auch gar nicht mutmaßen. Sie wissen, ich bin Mitglied der Volkspartei, hoffe, dass die Wahl für die Volkspartei gut ausgeht und viel mehr werden Sie davon von meiner Seite auch nicht hören. Dann gehen wir vielleicht zu einem generelleren Thema, worüber viel diskutiert wurde, war das Thema Normalität. In letzter Zeit, Sie haben jetzt selber vorher über diese Wokeness gesprochen, das geht in eine ähnliche Richtung. Finden Sie es richtig, dass über Normalität, über Wokeness jetzt gesprochen wird? Ist das eine Debatte, die man führen muss? Ich glaube, jeder muss für sich selber entscheiden, welche Debatte er führt. Und Sie haben mich einfach nach meiner Meinung gefragt oder ob ich mich noch für Politik interessiere. Und ich kann Ihnen nur sagen oder schildern, was mich beschäftigt. Und für mich, glaube ich, ist sehr relevant, wie für viele andere Menschen auch. Wie entwickelt sich unsere Welt? Gibt es eine geteilte Welt, in der wir in Zukunft leben, zwischen Ost und West? Oder hat das Modell der Globalisierung und der zusammenwachsenden Welt noch eine Chance? Also das sind Themen, die mich im Moment sehr beschäftigen. Und darüber hinaus habe ich einfach ein Stück weit das Gefühl, dass bei uns im Westen manches in die falsche Richtung läuft. Und das ist ganz gleich, ob man das jetzt Wokeness nennt oder ob das radikale Grundhaltungen sind. Aber wenn ich erlebe, dass sich junge Menschen verführen lassen dazu, dass sie sich auf die Straße bicken, um Chaos zu stiften und überhaupt keinen Respekt davor haben, ob da jetzt ein 6-jähriges Kind durch muss, weil es zum ersten Schultag möchte, oder ein Einsatzfahrzeug durch muss, weil jemand in einer Notsituation ist. Das ist etwas, das emotionalisiert mich nach wie vor, einfach als Staatsbürger. Und das ist etwas, wo ich einfach das Gefühl habe, da rennt gerade einiges in die falsche Richtung. Ist aber kein rein österreichisches Phänomen, sondern sieht man in Deutschland und anderen Ländern in ähnlicher Art und Weise. Mhm. Sehen Sie da so eine Art von Klimahysterie derzeit? Nein, ich bin überhaupt niemand, der den Klimawandel leugnet. Und insofern, ich habe einen sehr wissenschaftlichen Blick darauf. Der Klimawandel findet statt und es ist notwendig, auch dagegen anzukämpfen. Aber das gibt noch niemandem das Recht, sich über Gesetze hinwegzusetzen. Und ich glaube, es gibt konstruktive Möglichkeiten, gegen den Klimawandel anzukämpfen und nicht so fundamentalistische, dass man ein ganzes Gesellschaftssystem in Wahrheit erschüttern möchte. Und ich glaube, Staaten, in denen Menschen Grundregeln nicht mehr akzeptieren, versuchen Chaos zu stiften, wenn es dann dazu kommt, dass der Polizist ausgestattet ist mit Olivenöl auf der einen Seite und der Bodycam auf der anderen Seite, damit er ja dokumentieren kann, dass er den Klimaschützer nicht hart angepackt hat, wenn er ihn versucht hat, von der Straße zu lösen. Das ist nicht das, wie ich mir Gesellschaft vorstelle. Und ja, gibt es andere Leute, die mögen das vielleicht, aber bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber das ist nicht mein Welt- und Gesellschaftsbild. Und ganz zum Schluss noch, weil das Thema Migration immer ein großes war in Ihrer politischen Zeit, das Sie, glaube ich, immer sehr beschäftigt hat. Jetzt sehen wir, in ganz Europa steigen derzeit die Flüchtlingszahlen, in Österreich derzeit noch nicht, aber kann sich natürlich auch rasch ändern. Befürchten Sie, dass eine neue Migrationswelle kommt, eine neue Flüchtlingskrise auf Europa zukommt? Also solange es keinen entschlossenen Außengrenzschutz der Europäischen Union gibt, wird es immer Flüchtlingswellen geben. So wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Und solange die Europäische Union nicht eine ganz klare Strategie hat, nämlich illegale Migration zu verhindern, zu bekämpfen und das auch als prioritär sieht, solange wird es immer wieder, nennen Sie mal Flüchtlingswellen, aber in Wahrheit sind es ja Migrationswellen geben. Sie waren zuletzt mehrmals in Ungarn. Finden Sie, dass Ungarn bei der Migrationspolitik es besser macht als der Rest von Europa?
nicht um besser oder schlechter, sondern ich glaube, es gibt einige Staaten, die haben die Haltung, dass illegale Migration nicht stattfinden darf. Und es gibt Staaten, die haben das Gefühl, naja, illegale Migration, das ist ja eigentlich nichts, wogegen wir ankämpfen wollen. Mhm. Ja? Und da hat sich meine Meinung nicht verändert. Ich bin dafür, dass Staaten sich aussuchen, wer zuwandert, und nicht Schlepper diese Entscheidungen treffen. Wird sich auch in dem Leben mein Zugang nicht mehr ändern. Mhm. Und allerletzte Frage noch, was macht Sebastian Kurz in 5 Jahren? Ich nehme an, dasselbe wie jetzt. Ich habe ein paar Unternehmen gestartet, die verlangen täglich sehr viel Aufmerksamkeit, und das wird mich auch in 5 Jahren noch fordern. Herr Kurz, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter.